Wir haben 5:30 und sind jetzt schon da. Und da stehen wir mal auf und gehen zu unserem Van dann. Für uns geht es heute nach Langkawi und wir haben gedacht, wir nehmen euch mal mit und zeigen euch mal, wie unsere Route ist. Ja, wir werden mit dem Nachtboot unter anderem fahren und dann mit dem Bus. Genau. Ja, wird eine lange Reise auf jeden Fall, aber wir freuen uns. Wir mögen so Reisen eigentlich immer ganz gerne. Mhm. Und weil wir einige Fragen bekommen haben, haben wir gedacht, wir nehmen die Kamera mal mit und zeigen, wie wir von A nach B kommen. Genau, dann würde man sagen, let's go! Wir müssen sagen, wir sind eigentlich echt positiv überrascht hier vom Boot. Also es ist super nice. Es ist halt so ein riesen XXXL-Dorm. Ja. Aber es ist sauber. Die Betten sind jetzt klar, sind hart. Aber wir haben so ein Doppelbett. Es gibt auch so Einzelbetten. Genau. Wir haben eine kuschelige Decke. Man muss sagen, es ist ein bisschen kalt da drin. Also ja, die Klima läuft da 16 Grad. Genau. Also wenn ihr das hier macht, sicherheitshalbe Pulli. Wir ziehen uns noch unsere langen Hosen an. Genau. Und wir haben jetzt gleich 21 Uhr und 5:30 Uhr morgens kommen wir an. Genau. Und ja, das ist jetzt auch der erste Step unserer Reise, das Nachtboot. Mit dem fahren wir jetzt zurück aufs Festland, nach Suratani. Und ja, wir sind mal sehr gespannt auf die Überfahrt. Ja, also wir sehen uns. Bis dann. Wir haben 5:30 und sind jetzt schon da und da stehen wir mal auf und gehen zu unserem Van dann. Der bringt uns dann zum Bus und die Nacht war okay. Scheiße. Einen Zwischenstopp. Die Bootfahrt haben wir gut überlegt. Und, weniger. Ja, und eigentlich dachten wir, dass wir mit dem Minivan zum Busbahnhof gefahren werden, aber jetzt
fahren wir hier die ganze Zeit mit dem Minivan und der ist voll gequetscht. Der Mini mit sehr vielen Leuten. Aber naja, jetzt haben wir vielleicht noch 5 Stunden vor uns. Angeblich steigen wir da noch um und fahren dann noch ein Stündchen mit dem Bus. Aber das weiß auch keiner so genau. Jetzt hier in Hat Yai und müssen jetzt so ungefähr so eine halbe Stunde noch warten, nachdem wir hier so einen kleinen stressigen Umstieg hatten. Wir mussten dann aus dem Van raus und irgendwie 20.000 Mal sagen, wohin wir müssen. Dann wurde das hier noch ganz oft am Bahnhof gesagt. Ja, Saturn, Saturn, ah, Saturn, Saturn. So typisch, also voll der Stress hier, obwohl eigentlich gar kein Stress nötig ist. Naja, auf jeden Fall von hier aus warten wir jetzt auf den nächsten Van, haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, fahren dann 1,5 Stunden und dann sollten wir in Saturn sein. Genau, hier gibt es ja auch so ein bisschen einen kleinen Shop, kann man sich ein bisschen Kaffee holen oder ein paar Snacks und ja, mal gucken, wann wir dann ankommen. Wir sind jetzt in Saturn. Und wenn wir Glück haben, fährt der Fahrer uns jetzt auch zum richtigen Pier. Ja, wir sind jetzt nicht auf Langkawi, sondern in Saturn, hier in dem Hotelzimmer. Und zwar wurden wir dann zum Pier gebracht. Ja, und dann hieß es, dass die Fähre leider schon um 11.30 Uhr abgefahren ist und dass es nur diese eine Fähre gibt. Und wir hatten ja auch schon vorher recherchiert, aber es hieß, dass die an 3 verschiedenen Zeiten fährt, unter anderem 16.30 Uhr, das wurde uns auch in unserem Gästehaus so gesagt, auf Koh Tao, aber ist dann anscheinend doch nicht. Deswegen ist es gut, dass wir hier das Video machen, damit es euch nicht passiert. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Hotelzimmer, konnten wir noch verhandeln, dass wir hier zu dritt in einem Raum sind und genau, morgen früh fahren wir dann hier mit dem Tuk-Tuk und um 11.30 Uhr fährt dann die Fähre nach Langkawi. Jetzt hier in der Fähre und die Tickets hatten wir schon gestern geholt und jetzt gucken wir mal, wie das hier mit der Passkontrolle läuft und mit dem Ausreisestempel und dann geht's auf die Fähre. Ja, die Tickets hatten wir wie gesagt gestern schon geholt. Wir mussten jetzt aber hier nochmal abgeben, dass wir quasi nur unseren Zettel bekommen und nochmal so ein richtiges Ticket und genau, gleich geht's los.
die Fahrt war super angenehm. Das war jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde. Und ja, die Kontrollen gingen dann auch rucki-zucki. Also wir haben einen Stempel bekommen jetzt für 3 Monate. Dann haben wir kurz unser Gepäck abgegeben, also wurde dann kurz gescannt quasi. Und ja, dann sind wir hier angekommen. Und ja, der erste Eindruck ist erstmal total schön. Die Leute sind hier super, super nett. Und wir trinken hier gerade noch ein Käffchen. Und genau, dann bestellen wir uns gleich ein Taxi und ja, dann geht's zu unserer Unterkunft. So, wir sind jetzt angekommen. Das ist wirklich super, super schön hier. Es liegt so ein bisschen ländlich hier. Und wir zeigen euch mal das Zimmer. So, also richtig, richtig schön. Hier mit einem Bett, was wirklich gemütlich ist. Mit einer Klima. Und hier noch so ein kleiner Tisch. Ein Kühlschrank, was wir halt mega nice finden. Hier ein Wasserkocher, für uns ein Riesenluxus. Und ein Bad, was ein bisschen kleiner ist, aber auch super in Ordnung ist. Also wir sind wirklich sehr, sehr happy. Was wir euch noch zeigen wollten, ist, dass es hier eine Waschmaschine gibt, die wir benutzen dürfen. Und hier gibt es noch was ganz Besonderes, was wir ganz toll finden, und zwar eine Outdoor-Küche. Ja, da freuen wir uns schon sehr, mal wieder was zu kochen. Ja, erstmal müssen wir mal sagen, dass wir erstmal so ein bisschen drauf klarkommen müssen. Ja. Dass wir jetzt auf so einer riesigen Insel sind, weil hier sind auf einmal Ampeln, hier sind riesige Straßen und klingt erstmal total witzig, aber wir waren halt 5 Wochen auf Koh Tao, was wirklich Insel, klein ja. ist und ist erstmal so, alles erstmal so drückend. Groß, ja. Genau. Aber genau. Erschlägt einen so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch normal. Wir sind auch ein bisschen platt von der langen Reise. Ja. Ich meine, wir sind seit Mittwoch unterwegs, heute ist Freitag. Genau. Ja, aber was wir auch noch sagen wollten zu der Nacht in Satun, wenn ihr die gleiche Route macht wie wir, also jetzt von Samui, Pangan oder Tao hier runter, ja, ihr müsst eine Nacht in Satun bleiben, aber das Hotel, das schreiben wir euch nochmal gerne genau, in die Beschreibung. Genau, war super, ist auch ein Frühstück mit dabei. Genau, das Zimmer war sehr sauber, es war sehr günstig, da ist ein Restaurant um die Ecke. Was super ist, also haben wir richtig lecker gegessen. Boah, das ist richtig lecker gewesen. Genau, und das Wichtige ist halt, dass ihr wisst, es fährt halt nur eine Fähre zurzeit noch, genau. Das ist halt um 11.30 Uhr und genau, aber ja, kriegt mal alles rum, Satun hat uns auch wirklich gut gefallen. Ja. Ist wirklich eine süße Stadt, da haben wir echt gemerkt, dass es sehr ruhig. Sehr ruhig. Die Leute grüßen ja, voll. Die waren alle so lieb ja, und so genau. freundlich. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, genau. Jetzt gucken wir mal, wie es hier so sein wird. Wir freuen uns sehr und werden euch dann auf jeden Fall demnächst mitnehmen und zeigen, was wir hier so treiben. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, also dass wir so zeigen, wie wir reisen, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, dann können wir das natürlich öfter machen. Genau, und wir hoffen, dass wir euch hier auch geholfen haben. Und genau, dann sagen wir mal, bis dann, ciao! Lieber bestellen.